Wir brauchen eine regionale Landwirtschaft. Wir brauchen Bauern, die in Baden-Württemberg noch wirtschaften können. Und dafür müssen die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Die EU-Kommissionsvorschläge gehen in die richtige Richtung, aber sie müssen runtergebrochen werden auf die Regionen. Das ist der ganz entscheidende Punkt. 70% von Europa ist ländlicher Raum. Und deshalb muss man insbesondere den ländlichen Räumen und den jungen Menschen in den ländlichen Räumen Perspektiven für eine attraktive Zukunft geben. Es ist wichtig, dass das, was die Gesellschaft erwartet, dass wir das wahr und aufnehmen, beim Umweltschutz, beim Tierschutz, beim Klimaschutz, aber dass es auch leistbar sein muss für die Landwirte. Und das wird eine Schicksalsfrage für uns alle werden. Wir müssen es richtig machen. Gerade junge Leute, die in die Landwirtschaft einsteigen, die merken, dass das Ganze sehr kapitalintensiv ist und dass man sich doch da schon gut Gedanken machen sollte, in was man investiert. Es geht schon um die Frage, werden wir zukünftig in Baden-Württemberg noch so viele Landwirte haben, dass wir überall auch regionale Produkte in den Läden vorfinden und regionale Produkte kaufen und konsumieren können. Und da sollte man einfach gucken, dass man die jungen Leute motiviert, unterstützt, dass die auch wirklich auf dem Betrieb gehalten werden, weil in der Landwirtschaft gibt es doch auch eine Zukunft.